Hallo, liebe Wanderfreunde, unser heutiger Ausflug führt uns zum Roque de los Muchachos. Seit 1985 steht am Roque de los Muchachos eine der größten Sternwarten der Erde. Die extrem klare Luft und der schwarze Nachthimmel sorgen für praktisch optimale Beobachtungsbedingungen. Das Observatorium besteht aus insgesamt 21 Teleskopen und astronomischen Messinstrumenten. Das größte und bekannteste der Teleskope ist der Gran Telescopio de Canarias. Es ist das größte optische Infrarotteleskop der Welt. Oben angekommen am Parkplatz befindet sich eine kleine Touristeninformation. Der Roque de los Muchachos ist mit 2426 Metern die höchste Erhebung auf La Palma und bietet einen atemberaubenden Ausblick. Vom Aussichtspunkt Mirador del Roque de los Muchachos kann man bei klarer Sicht sogar die Nachbarninseln Teneriffa, La Gomera und El Hierro sehen. Woher kommt nun der Name Roque de los Muchachos, was übersetzt heißt Fels der Männer? Der Name kommt wohl daher, dass einige der Felsen an eine Männergruppe erinnern sollen. Ein weiterer Höhepunkt ist die Aussicht auf den sogenannten Wolkenwasserfall. Hierbei handelt es sich um ein außergewöhnliches Wetterphänomen, die Passatwolke. Im Osten von La Palma lädt sie sich zunächst mit Feuchtigkeit auf und zieht dann über den Cumbre Nueva und den Parque Natural de las Nieves. An der Wetterscheide, die man vom Aussichtspunkt gut sehen kann, löst sich die Passatwolke schließlich auf und ähnelt dabei optisch einem Wasserfall. Die Position der Wolken ist aber noch aus einem anderen Grund interessant, denn oftmals befindet man sich am Aussichtspunkt über der Wolkendecke. Was man sonst vor allem aus dem Flugzeug kennt, wird am Roque de los Muchachos noch greifbarer. Der Blick über den Wolken ist für uns jedes Mal wieder ein erhabenes Gefühl. Es ist eine wohl nie endende Faszination. Das Alter der Felsen wird auf ca. 3 Millionen Jahre geschätzt. Oben angekommen gibt es zwei Aussichtsplattformen. So, da oben liegt der Roque de los Muchachos. Und dort sind einige Sternwarten. Und hier sind wir am Rand des Vulkankegels. Dort die Caldera, die Taburiente, tief, tief, tief. Dort hinten sieht man irgendwo den von Teneriffa. Da ist er. Da ist noch mal ein Aussichtspunkt, da müssen wir auch noch mal hin. Die Caldera. Caldera de Taburiente. Handelt sich hierbei um den größten Erosionskrater der Welt. So, wenn wir da hin wollen, müssen wir jetzt da diesen Weg runter.
Das geht ziemlich steil am Abhang entlang. So, und Elli sitzt da schon und wartet auf mich, dass es jetzt losgeht. Auf dem Weg zur letzten Aussichtsplattform sollte man allerdings nicht zu viel Höhenangst haben. So, jetzt geht es hier am Kraterrand runter. Muss man natürlich aufpassen, dass man sich keinen Fehltritt erlaubt. Dann liegt man nämlich unten im Talkessel. So, und da geht es dann weiter. Bis zu der Aussichtsplattform da oben. Es gibt zwei Aussichtsplattformen. Zum ersten Mal eröffnet sich aber bereits nach circa 2 Minuten die tolle Aussicht auf den Wolkenwasserfall. Die Erhebungen Las Palmas ragen aus der Wolkendecke empor und sehen im ersten Moment aus wie weitere kleine Inseln. Diese wundervolle Aussicht kann man fast den gesamten Weg über genießen, der einem zu den Aussichtspunkten führt. Die erste Aussichtsplattform erreicht man nach ca. 350 Metern. Der Fußweg dauert etwa 10 bis 15 Minuten. Von hier aus hat man eine fantastische Sicht auf die Wolkendecke, den Wolkenwasserfall und auch die Caldera de Taburiente. Kurz bevor man den ersten Aussichtspunkt erreicht, führt ein weiterer Weg hinunter. Wenn man diesem Weg folgt, erreicht man nach weiteren 10 bis 15 Minuten den zweiten Aussichtspunkt. Auch hier ist die Aussicht einfach umwerfend. Hier kann man die Südspitze von La Palma sehen, die aus den Wolken herausragt. Besonders lohnenswert ist der Ausblick natürlich bei gutem Wetter und klarer Sicht. Da das Wetter oben in den Bergen jedoch ganz anders sein kann als an der Küste, ist es empfehlenswert, sich vorher nach dem Wetter in den Bergen zu erkundigen. Im Hintergrund kann man hören, dass ich nicht alleine bin. Es handelt sich hierbei um eine polnische Reisegruppe, die mit dem Kreuzfahrtschiff in Santa Cruz angelandet ist. Ebenfalls lohnenswert ist es, die Vogelwelt auf dem Berggipfel zu beobachten. Man kann hier mehrere Raben auf ihrem Flug zuschauen. Die Raben haben sich an die Besucher gewöhnt und versuchen immer etwas Essbares zu erhaschen. Sie sind dabei ziemlich frech und man muss aufpassen, dass sie nicht ins Auto fliegen bzw. irgendetwas aus dem Rucksack klauen. Ja, der Roque de los Muchachos ist natürlich ein Touristenmagnet. Und hier sind natürlich sehr viele Touristen. Man hört alle Sprachen. Gerade war eine polnische Gruppe hier. Die quatschen dann drauf los. Da versteht man sein eigenes Wort nicht mehr. So, hier nochmal die Sternwarte. Da geht's steil runter in die Caldera. Mal schnell einen Linksschwenk. Und da müssen wir jetzt wieder zurück am Abhang entlang. Da oben, da ist der Roque de los Muchachos. Da. Espigón heißt so viel wie Spitze oder Stachel, in diesem Falle also Felsspitze oder Felsstachel.
Wir sind in der Gegend noch etwas gewandert. Von Weitem kann man den Roque de los Muchachos sehen. Man geht dann hier den Bergkamm runter und erreicht die erste Aussichtsplattform. Und zwar ist das die mit der kleinen Mauer und den Zinnen drauf. Dann geht man weiter. Moment. Dort ist die erste Aussichtsplattform und rechts, ja, die mit den gemauerten Zinnen. Und rechts ist der Espigón del Roque, also die Felsnadel oder Felsspitze. Und im Hintergrund sieht man Teneriffa mit dem Teide. Hier sieht man nochmal den Roque de los Muchachos und zwar von der Aussichtsplattform aus. Hier die mittlere Aussichtsplattform mit den gemauerten Zinnen. Hier beide Aussichtsplattformen, rechts der Espigón del Roque, die sogenannte Felsnadel. Ich mache nochmal einen kleinen Schwenk und erzähle was zu den Sternwarten. An rund 260 Tagen im Jahr sind die Sichtverhältnisse oberhalb der Passatwolkenschicht nahezu optimal. Astronomen sprechen dann von kristallklaren Nächten. Damit ist das Observatorium die wichtigste und leistungsfähigste Sternwarte der nördlichen Halbkugel. Als Störfaktoren erweisen sich anderswo nicht nur Wolken und Dunst, sondern auch die nächtliche Beleuchtung. Letzteres muss daher in Grenzen gehalten werden. Zur Kontrolle öffentlicher und privater Lichtquellen auf La Palma erließ die spanische Regierung mehrere Gesetze. Mit hohem Kostenaufwand wurde die gesamte Straßenbeleuchtung umgestellt. Straßenlampen, Straßenleuchten, Leuchtreklamen und andere Außenlampen sind schwach ausgelegt und dürfen nicht nach oben strahlen. Sogar die Beleuchtung auf Volksfesten bleibt eingeschränkt. Zum Abschluss des Tages wurden wir von der Natur mit einem traumhaften Sonnenuntergang belohnt.